Hallo Leute, Robert Kaufmann hier. In diesem Video zeige ich euch, wie ich mir dieses in Ihr System selber baue. Um sich ein angepasstes in Ihr System zu bauen, benötigt man einen exakten Ohrabdruck. Hierfür verwende ich Abformmasse aus zwei Komponenten. Man mixt Teil A und B zusammen, gibt es in eine Spritze und füllt sein Ohr damit aus. Damit die In-Ears auch beim Sprechen perfekt sitzen, halte ich beim Abformen meinen Mund geöffnet. Der weiße Faden aus meinem Ohr stammt von einem Wattebausch, den ich mir vorher in den Gehörgang eingeführt habe. Die Watte schützt mein Trommelfell vor der Abformmasse. Auch wenn ich mir die Abdrücke selber mache, empfehle ich euch, es bei einem Profi machen zu lassen. Zu groß ist das Risiko, sich sein Trommelfell zu verletzen. Nach 10 Minuten ist die Abformmasse fest und man kann den Abdruck in Form schneiden. Damit später im Ohr nichts unangenehm drückt, schleift man alle scharfen Kanten mit einem Soft-Rondell ab. Um ein perfekt glattes, gut sitzendes und klares Gehäuse zu bekommen, versiegel ich den Ohrabdruck mit speziellem Abdrucklack. Als Alternative kann man auch den Abdruck in Paraffinwachs tauchen. Für die Herstellung der Negativformen verwende ich transluzentes Abformsilikon von Troll Factory. Auch hier werden wieder zwei gleiche Teile A und B zu einer Masse gemischt. Von einem Plastebecher mit Deckel habe ich den Boden abgeschnitten. Dies ist die perfekte Negativform für den Ohrabdruck. Nach etwa einer Stunde kann man den Abdruck entformen. Die fertige Negativform ist lichtdurchlässig und perfekt für die Arbeit mit lichthärtendem Kunststoff. Für die Herstellung der In-Ear-Gehäuse habe ich von Lisa Pawelka das Magic Gloss UV-Resin verwendet. Magic Gloss ist ein Einkomponenten-Resin. Das heißt, man muss nichts mixen und kann gleich loslegen. Das Material wird auch erst dann fest, wenn man es UV-Licht aussetzt. Man hat also keine Zeitbeschränkung bei der Verarbeitung, was sehr angenehm ist. Um die In-Ear-Gehäuse zu härten, verwende ich eine handelsübliche Nagelhärterlampe. Ein kleiner Drehteller sorgt für gleichmäßige Bestrahlung. Nun auf die gefüllte Negativform einen Deckel legen, damit kein Licht von oben die Außenseite des Gehäuses fest werden lässt. Die Aushärtungszeit im Lichtgerät kann je nach Größe der Gehäuse variieren. Nach abgelaufener Zeit schüttet man überflüssiges Material aus. Anschließend stellt man die Negativform kopfüber noch einmal ins Lichtgerät. Dadurch kann noch nicht ausgehärtetes Material aus dem Gehörgang nach unten fließen und erspart einem viel Arbeit bei den Bohrungen der Schalllöcher. Nachdem die Gehäuse ausgehärtet sind, bohrt man die Löcher für die Steckerbuchsen und Schallschläuche. Danach noch die Faceplate-Seite gerade schleifen.
In die In-Ears habe ich ein Drei-Wege-System mit sogenannten Balanced Armaturdrivern eingebaut. Bestellt habe ich sie auf macear.de. Macear baut professionelle In-Ear-Systeme und bietet auch Sets zum Selberbauen an. Man kann seinen Ohrabdruck einsenden und bekommt das fertige Gehäuse mit Speakern, Kabel und Schallschlauch zum selber Zusammenbauen geschickt. Es werden auch alle Materialien angeboten, um sich das Gehäuse selber zu fertigen. Wer also Lust hat auf ein DIY-Projekt, sollte da unbedingt mal vorbeischauen. Nachdem die Elektronik verlötet war, habe ich die Schallschläuche auf passende Länge gekürzt und mit akustischen Dämpfern versehen. Der Sound der Driver ist druckvoll und klar und überzeugt auch bei voller Lautstärke durch unverfälschte Qualität. Die Schallschläuche verklebe ich jeweils mit Sekundenkleber aneinander und am Drivergehäuse. Nun das Gehäuse komplett reinigen, bevor man die Technik einsetzt. In die Bohrungen für die Schallschläuche habe ich etwas vom Magic Gloss aufgetragen. Da sich das Material selber ausgleicht und wieder aufklärt, wird man an diesen Stellen keine Spuren mehr von Bohrungen sehen. Danach kurz ins Lichtgerät, damit nichts mehr verrutschen kann. Die Steckerbuchse habe ich mit Sekundenkleber in der Bohrung fixiert. Mit einer Klammer drücke ich die Driver auf Höhe der Gehäusekante runter. Ein Stück Knete hilft bei der optimalen Positionierung des Gehäuses beim gleichmäßigen Eingießen der Technik. Sind die Driver fest vergossen, kann man die Klammer entfernen und den Rest des Gehäuses bündig aufgießen. Damit die Schallschläuche perfekt am Gehäuse abschließen, ziehe ich sie etwas lang, bevor ich sie durchtrenne. Für die In-Ears wurde am Computer ein eigenes Logo entworfen und mit einem Lasercutter ausgeschnitten. Das Logo habe ich mit etwas Sekundenkleber vorsichtig auf der Faceplate platziert. Das Gehäuse auf einem Stück Knete so ausrichten, dass sich Magic Gloss beim Logo-Eingießen gleichmäßig verteilen kann. Da Magic Gloss so designt wurde, um runde Kanten zu erhalten, bekommt man ein perfekt abgerundetes Faceplate-Design ohne sichtbare Übergänge zum Gehäuse. Und noch ein letztes Mal ins Lichtgerät. Als letzten Arbeitsschritt poliert man nochmal das komplette In-Ear-Gehäuse. Und das war's.
Das war's von mir. Alle wichtigen Links findet ihr in der Infobox und bei Fragen könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.